So, wir sind am Strand angekommen. Jetzt sind wir in Travemünde angekommen. Wir haben unseren Stellplatz schon belegt, aber gehen erstmal schnell hier den Strand erkunden. Ja, erstmal schauen, wie es ist. Lotti noch mal kurz hier eine kleine Runde machen kann. Ja, und dann machen wir Findus ja erstmal standfest, ne? Strom anschließen. Ach ja, müssen wir ja auch noch. Ja, und alles. Naja gut, bezahlt haben wir schon. Aber wir gucken jetzt erstmal kurz, wie wir hier zum Strand kommen. Ich glaube, das ist nicht weit. Also es nennt sich hier Strandpromenade. Genau.
Da war mal ein Ast. Ja, schade. Jetzt hat der Baum ein Gesicht. Der läuft da unten, die Lotti. So, jetzt sind wir hier in Travemünde am tollen Strand. Weiß nicht, sieht ein bisschen nach Ebbe aus. Da hinten ist es ja ganz schön, aber hier... Ganz schön windig hier heute. Ich glaube wohl, dass ihr das auch hört. Wir haben wieder unsere Mikrofone nicht mit. Was ist da? Ja, da geht es in die Trave rein. Und Wolf, schön windig, ne? Ja, ich finde das toll. Ja. Ja. Du nicht, weil. Nee, ich mag das mit Wind nicht so gerne. Die ganzen Strandkörbe. Ja, wo haben wir denn unsere Nummer 51? 49. Da müssen wir noch weiter gucken. 55. 149. 150. Na, die können wir aber auch nehmen, ne? Guck mal, wie schön. Pärchen vor der Pommesbude. Ich esse das nicht. Nein? Du willst dann lieber hier zur DLRG, ne? Als Wasserretter. Ich? Ja. Ja, klar.
Lass mal gucken, wie das jetzt geht. Ja, ja, ob das jetzt so richtig ist. Ich glaube, ich muss hier einfach drehen. Lotti, was macht der da? Es dreht sich jetzt bis morgen früh. Lotti, nicht ziehen. Ich will auf. Und bremsen. Boah, ich bin ja auch schwindelig. Jetzt wieder rauskommen. Jetzt ist aber echt schwindelig. Ja, und? Wie findest du es hier an der Strandpromenade? Ich finde es sehr schön hier. Ja? Es sind auch wenig Menschen hier, aber... Mit Seebrücke. Ich glaube, wir müssen lauter sprechen. Es ist sehr, sehr windig hier. Wie findest du es hier? Schön! An der Strandpromenade von Travemünde? Jetzt um diese Zeit sehr schön. Windig! Windig, Leute! Leute, es ist windig. Naja, aber trotzdem ganz schön. Ja, finde ich auch. Es wird jetzt auch dunkel. Ja, wir müssen hier zurück. Genau. Und im Hintergrund ist die Seebrücke. Ah, ist die Seebrücke. Ja. Ist gar nicht so schön. Aber komm, du hast doch hier einen schönen Blick, ne? Ja. Ja? In der ersten Reihe. Wollen wir mal gucken, wo du hinschaust? Oh, guck mal, der guckt direkt aufs Meer. Aha. Wow, mit zwei Segelbooten. Ist so warm. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind heute noch in Travemünde. Ja, mir geht's leider nicht so gut. Ich habe, glaube ich, eine Mandelentzündung. Ziemlich akute. Irgendwie ziemlich spontan gekommen gestern Abend, ne? Ja, wir waren heute Morgen schon zur Apotheke, haben erstmal ein bisschen was zum Spülen geholt, Lutschtabletten und so weiter. Nun hoffe ich, dass das so langsam wieder weggeht. Ansonsten müsste ich dann doch mal zum Doc und mir Antibiotika holen. Aber ich hoffe, das geht. Ja, Rolf hat uns hier schon mal den Frühstückstisch gedeckt. Ja, dann werden wir jetzt mal eine Kleinigkeit essen. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen kauen und schlucken. Aber ich versuche mein Glück. Ansonsten koche ich eine Suppe. Ansonsten machst du was? Koche ich eine Suppe. Extra für mich? Natürlich. Oh, das ist ja lieb. Ja, natürlich bin ich lieb. Ja. Na schön. Ja, wird schon wieder werden, ne? Aber wir können natürlich das, was wir jetzt alles vorhatten, heute nicht machen. Ich wollte ja auch nochmal in die Nordsee, in die Ostsee, eigentlich schwimmen.
Nee, das gibt's nicht. Na, das wird nix. Also mit Baden heute. Nee, muss ja auch nicht sein. Mal gucken, dass wir heute noch ein bisschen flanieren können mit Lotti raus. Machst du einen Schal drum oder so? Ansonsten. Es ist heute sehr, sehr warm. Wir haben jetzt schon 27 Grad. Echt? Draußen? Ja. Wow. Naja, dann werden wir mal gehen. Aber es ist windig, ne? Ja, windig, ja. Also einen Schal muss ich mir ummachen oder ein Halstuch oder sowas. Ja, da passe ich drauf auf. Gut, also ich versuche jetzt mal ein bisschen was zu essen hier, ein bisschen was zu schlucken. So, ihr Lieben, wir sind noch mal mit Lotti zum Hundestrand gegangen. Was? Wir sind noch mal mit Lotti zum Hundestrand gegangen. Ja. Na, ist auch ganz schön. Ja? Guck mal, die Sonne ist auch heute. Ja, siehst du. Ja. Lotti, komm, hier wieder. Gehst du denn lang? Sag mal. Ja, hallo. Ja, wir sind hier noch mal am Wasser. Ich bin ganz glücklich, dass es mir ein bisschen besser geht. Und dass wir noch mal rausgegangen sind. Ich habe vorher noch ein bisschen geschlafen im Findus. Naja. Und ich glaube, die Tabletten, die helfen mir ganz gut. So. Ja, eigentlich wollte ich ja heute hier nochmal in der Ostsee schwimmen gehen. Aber das wird nichts. Komm, Lotti, komm. Guck mal, die Lotti ist auch da. Lotti, komm, wir gehen hier raus. Lotti. Na? Ups. Was denn? Hey, ich muss meine Schuhe halten. Ja. Lotti, na gut, komm, ich komm da auch hoch. Guck mal, da hinten eine große Yacht. Ja. Wo ist die echt hin? Hm? Oh, hab ich Angst, dass sie ihre Haxen bricht, die kleinen Bäume. Ja, echt, da stecken bleibt, ne? Ja. Guck mal, hier haben sie lauter Bilder auf den Steinen gemalt.
Hallo. Ja, mein Schatz. Wir sind am Strand. Ich muss mal gerade hinsetzen. Ich sitze immer so schief. Jetzt sitzen wir aber gestellt hier. Ja, jetzt sind wir am FKK-Strand durch. Ja, Hundestrand, FKK-Strand und jetzt sind wir am Strandgutstrand. Ja, Strandgutstrand, das ist auch cool. Unterhalb der Steilküste, wir gehen jetzt hier noch ein Stück weiter, ne? Ja. Und gehen nachher dann oben an der Steilküste zurück. Ja, gucken wir mal, dass wir da hochkommen. Ne? Wenn das klappt, ne? Ja. Ja. Ja, ich finde es echt schön hier. Ja, ist echt schön. Wenn es Guido ein bisschen besser gehen würde. Ja, wollen wir unseren lieben Zuschauern noch mal das Meer zeigen? So, guckt noch mal. Schöne, weite Sicht. Und hier können wir weitergehen bis zum Timmendorfer Strand. Ja. Und was kommt denn da dann noch? Da kommt Scharbeutz, Timmendorf, Scharbeutz. Echt so schön hier. Das ist Wahnsinn. Hätte ich gar nicht erwartet jetzt. Ja. Herrchen kommt hier hoch. Oh. Aua. Hallo Herrchen. Mein Gott. Was man auf die alten Tage noch alles macht. Kraxeln. Schaffst du es? Mensch! Super! Oh. Prima gemacht! Oh Leute! Guck mal, und da hinten so ein Ausblick. Hier ist die Steilküste. Wow, von oben. War eine ganz andere Perspektive. Thank you.
Ja, sind wir jetzt hier auf der Steilküste, ne? Ja, das war ja ein Abenteuer jetzt, ne? Ja. Aber hier ist Fuß hochgekraxelt. Naja, war ja. Doch ganz schön, ne? Ja. Ein bisschen anstrengend, aber... Ja, mein Knie tut ein bisschen. Aber man sieht jetzt wirklich echt... Von hier oben hast du eine ganz andere Perspektive aufs Meer. Ja, das ist richtig, aber unten ist auch schön. Unten finde ich es auch schön, ja. Aber es ist ja schön, wenn man beides genießen kann, ne? Das ist richtig, ja. Kunst am Wegesrand. Ein Fuchs. Oh, guck mal, wie er guckt. Meister Reinicke. Ja. Lotti, deine Vorfahren. Ein Fisch als Bank. Jetzt sehen wir nur noch natürlich meinen Schatten. Lotti, komm hier, wo willst du hin? Oh. Dann setz dich mal drauf. Na, komm her. Komm. Oh. Film auf der schönen Bank. So. Guck mal. Der Fisch. Pärchen und die Lotti. Oh, Lotti will nicht. Lotti will nicht. Und wie sitzt es sich auf dem Fisch? Schief. Schief. Man rutscht runter irgendwie, ich habe das Gefühl. Naja, ist schon witzig, ne?